So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Fenimore Fillmore. Hier habe ich nochmal schlau gemacht und ich glaube, ich weiß jetzt, was uns hier fehlt. Und zwar, wir müssen nochmal nach Big Town. Fehlt uns ja hier noch ein Schädel. Wir haben ja gesehen, dass ein Schädel hier in die Stadt irgendwo gepoltert ist. Nee, falsche Richtung. Und zwar müsste der hier sein. Nee, Quatsch, warte mal. Nutze Quelle. Das funktioniert nicht. Echo! Echo! Bewege Griff. Mensch, das klappt doch niemals! Bewege einmal. Ja, besser nicht, Kumpel. Nutze Griff. Nutze Griff. Genau. Und wenn ich mir den jetzt mal angucke. Ich muss dieses komische Ding von meinem Schädel kriegen. So, jetzt können wir das quatschen vor. Kamera stockt wieder. Hier, ne? Genau. Und jetzt gibt das Stethoskop an Büffel. Ich dachte, Sie könnten den Safe vielleicht mit einem Stethoskop öffnen. Verrückte Idee! Einen Safe mit einem Stethoskop zu öffnen! Ich weiß, Sie verwenden üblicherweise Dynamit dazu. Aber ich könnte die Kombination mit einem Stethoskop herausfinden. Aber wo bekomme ich hier ein Stethoskop her? Ich habe zufällig gerade eins bei mir. Schön. Wo ist der Tresor? Die erste Türe rechts. Dann durch eine weitere Türe im Büro. Exzellent. Sie gehen und versuchen so lange die Soldaten oben abzulenken. Währenddessen schleiche ich mich unbemerkt durch das Büro. So. Im Grunde genommen tun wir jetzt nicht weiter, als mit dem zu quatschen hier. Du sollst hier hin. Stellst dich jetzt... Soldaten, salutiert! Genau hier hin. Fenimore, du stellst dich jetzt hier hin. Du gehst nicht irgendwo anders lang. Und dann quatschst du hier mit... Rede... Okay, dann reden wir mit dem Leutnant. Soldat! Es ist besser, jetzt nicht mit ihm zu reden. Kolonel! Sir! Herrschaftszeit den Jungs! Habt ihr schon mal davon gehört, dass man seine Vorgesetzten nicht belästigen soll? Ich habe meditiert. Und was zur Hölle wollt ihr jetzt? Woran denken Sie, Sir? Ich habe vor, diese verfluchten Apachen anzugreifen. Kolonel! Sir! Herrschaftszeit den Jungs! Habt ihr schon mal davon gehört, dass man seinen Vorgesetzten nicht belästigen soll? Ich habe meditiert. Und was zur Hölle wollt ihr jetzt? Warum wollen Sie die Apachen angreifen, Sir? Ihr feigen liberalen Hunde! Die Apachen sind asserfüllte, brutale Feinde. Diese Eiden verbrennen Farmen, skalpieren Vieh und Menschen. Haben Sie vielleicht Lust, sich skalpieren zu lassen? Ich trage eine Perücke, Sir. Ich wusste gar nicht, dass die Apachen so viel Spaß machen. Stimmt, wir sollten bei der Apachenarmee anmustern. Sie sind ein absolut irrenrissiger Idiot. Kolonel, Sir. Herrschaftszeit den Jungs. Habt ihr schon mal davon gehört, dass man seinen Vorgesetzten nicht belästigen soll? Ich habe meditiert.
Und was zur Hölle wollt ihr jetzt? Wir sind es leid, nur hier rumzustehen. Tja, damit werden Sie wohl leben müssen, meine Herren. Sie haben die Militärdisziplin zu respektieren. Colonel, Sir. Na komm, beende wieder deinen Dialog hier, deine Animationsphase. Herrschaftszeit, den Jungs. Habt ihr schon mal davon gehört, dass man seinen Vorgesetzten nicht belästigen soll? Ich habe meditiert. Und was zur Hölle wollt ihr jetzt? Warten Sie auf jemanden, Sir? Ich warte auf Berichte. Das müssen aber sehr wichtige Berichte sein. Ja, Sie sehen aus wie ein Vater bei der Entbindung. Sie laufen hier auf und ab. Wie im Wartezimmer vor dem Kreissaal. Das langt! Colonel, Sir! Mit einer Frage gehen wir ihm jetzt noch auf den Sack. Herrschaftszeit, den Jungs. Habt ihr schon mal davon gehört, dass man seinen Vorgesetzten nicht belästigen soll? Ich habe meditiert. Und was zur Hölle wollt ihr jetzt? Macht es Ihnen Angst, mit den Indianern verhandeln zu müssen? Was wissen Sie über Verhandlungen mit den Indianern? Es ist sicher einfacher, als mit meiner Schwiegermutter zu verhandeln, Sir. Ich wette, Sie müssen die Friedenspfeife rauchen. Nein, Mann, das ist doch schon seit Jahren aus der Mode. Schnutze! So, hat er es inzwischen aufgekriegt. Am gleichen Abend. Ja? Ich will eine Erklärung. Leutnant, notieren Sie das. Jawohl, Sir. Okay, mal sehen. Wir haben alle von den drei Toltekenschädeln gehört. So, dann erklären Sie mal, was hat es auf sich mit diesem Gerede von einem vierten Schädel? Er sagt nur, dass sie den Apachen in einen heiligen Schädel geklaut haben. Danach habe ich nicht gefragt. Entschuldigen Sie, Sir. Wird Schädel mit CH oder mit SCH geschrieben? Das wird mit CA geschrieben. Es wird mit SCH geschrieben. Als Maulklugscheißer. Und Sie, Lieutenant, schreiben Sie weiter und stören Sie mich nicht. Jawohl, Sir. Tut mir leid, Sir. Wir haben von diesem vierten Schädel gesprochen. Keiner haut ihr ab, bevor ich nicht eine Erklärung habe. Habe ich mich klar ausgedrückt, Primo? Primo, was glotzen Sie so? Nichts, Sir. Sie greifen uns an! Dass mir niemand Nur ist Ruhe im Karton. So, wir haben einen Schädel. Und ansonsten noch ein bisschen Zeug. Na gut, dann gehen wir mal in den Saloon. Nee, das ist schon hier kürzer.
Genau, jetzt quatschen wir mit denen. Hatte schon alle Schädel beisammen. Aber zwei davon gehören mir. Ich brauchte nur noch zum Orakel der Tolteke zu gehen. Aber das Orakel liegt in meinem Kloster. Ah, selbstverständlich. Aber das Kloster liegt nun halt auf französischem Gebiet. Und ich bin Franzose. Man wird Ihnen keinen Zutritt zum Orakel gewähren. Ich werde mich als Archäologe ausgeben. Die würden Sie nicht mal reinlassen, wenn Sie der König selbst wären. Die haben keine Ahnung, wo der Schlüssel zu dieser Türe zu finden ist. Ich werde danach suchen. Ich werde das gesamte Gebäude absuchen. Und ihn trotzdem nicht finden. Aber natürlich werde ich das. Nein, das werden Sie nicht. Verflucht. Dann benutze ich eben Dynamit, um diese verdammte Türe zu öffnen. Seien Sie doch nicht dumm, damit zerstören Sie doch das Orakel. Was ist, wenn ich einen auch Nitroglycerin verwende? Wo wollen Sie denn das herbekommen? Naja, also... Naja... Mal schauen. Ich könnte eine Bestellung an das Armeedepot in Washington senden. Aber Sie haben gerade ein ganzes Fort verloren. Man wird Sie zum gewöhnlichen Soldaten degradieren, damit Sie Toiletten mit der Zahnbürste säubern und andere Nettigkeiten mehr. Ruhe, ich denke nach. Ich bin der Einzige, der Zugang zum Orakelraum hat. Ob Sie da auch nichts vergessen haben? Ich habe an alles gedacht. Ich habe alles perfekt geplant. Hat denn jemand die Schädel? Oh mon Dieu! Ich habe einen. Und wenn Sie nicht das Kloster angegriffen hätten, hätte ich die anderen längst nachgemacht. Ich besitze auch noch einen. Wenn Sie einfach zusammenarbeiten würden. Keine Blasphemie, mein Sohn. Ich und er. Aber selbst falls Sie sich zur Zusammenarbeit durchringen, fehlt Ihnen immer noch ein Schädel. Diese verdammten Indianer. Wilde, die heidnische Symbole anbeten. Die Indianer haben einen, aber... Aber? Fahren Sie fort. Ich habe den anderen. Das ist alles, was wir brauchen. Und mir fehlt meine Kavallerie. So, jetzt quatschen wir erst mit dem hier. Hey, Bruder Anselmo. Welche Sünde plagt Sie denn? Wie sieht es mit einer Zusammenarbeit aus? Ehrlich gesagt, habe ich schon eine ganze Weile darüber nachgedacht. Und ich kam zu der bedauerlichen Schlussfolgerung, dass es... Gott, steh uns bei! Die einzige Möglichkeit ist. Aber es ist unmöglich, sich Zutritt zum Orakel zu verschaffen. Ich habe einen Plan, wie wir zum Orakel hineinkommen. Erzählen Sie! Erinnern Sie sich an Bruder Specky. Was ist mit ihm? Falsche Stimme. Stunden später. Aha! Also Bruder Specky, alias Schwabbelbauch, hat Ihnen erzählt, dass Sie nur diese drei Sachen brauchen. Luftunterstützung. Jemanden, der hineingelangen und die Hoftüre öffnen kann und den geheimen Eingang. Das ist ein brillanter Plan. Haben Sie sich schon um die Luftunterstützung gekümmert? Natürlich. Was ist mit der Person, die ins Kloster gelangt? Was ist mit dem Geheimgang? Also, das ist noch nicht so ganz spruchreif. Ich könnte hineingelangen, wenn ich meine alte französische Uniform noch hätte. Und ich habe den Schlüssel zu einem Geheimgang in das Kloster. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wo sich der Eingang auf der anderen Seite befindet. Oh, was für ein Pech. So, guck mal hier. Sir, hier ist Ihre Uniform. Perfekt, ich gehe gleich hinüber zum Kloster. Ich öffne die Türe, sobald der Angriff beginnt. Hey, Bruder Anselmo. Welche Sünde plagt Sie denn? Ich weiß, wo sich der Eingang zu dem Geheimgang ins Kloster befindet. Wo ist er? Mitten in einem Wasserfall im Nordosten. Ich weiß, wo dieser Wasserfall ist. Schicken Sie eine Abteilung von Juarez-Männern. Ich öffne die Klostertüren mit meinem Hauptschlüssel. Ja, na dann. Gehen wir mal zu El-General, Admiral, Premierminister Aladdin. Ach nee, das war niemand anderen. Schwabbelbauch. Das war irgendwo hier oben, ne? Höhle, hier. In die Ölle. Entschuldigen Sie bitte, General. Was gibt's, Genosse?
Was den jemand innerhalb des Klosters Teil ihres Plans angeht, fahren Sie fort, Genosse. Wir haben schon jemanden im Kloster. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Wen meinen Sie? Colonel Lecomte. Ah, den kenne ich. Er ist nicht gerade sehr vertrauenswürdig, aber zumindest spricht er fließend Französisch. Genossen, wir haben also einen Spion innerhalb des Klosters. Ich werde es jetzt einigen. Zum Thema Überraschungsangriff. Was meinen Sie? Ich habe im Gang jemanden gefunden, der bereit ist, Ihre Leute zu führen. Wen denn? Bruder Anselmo. Den Mönch, der alles über das Kloster weiß. Chaparro, nehmen Sie die Hälfte der Leute. Treffen Sie sich mit Bruder Anselmo in... Es ist alles bereit. Jetzt ist die Zeit zum Angriff. Die Franzosen haben sich im Orakelturm verbarrikadiert. Wir müssen ihn hochjagen. Vorsicht! Wir müssen auch die Soldaten in der Bibliothek ausschalten. Ein Hoch auf die harten Jungs! Viva Juarez! So, wir haben jetzt nicht viele Möglichkeiten. Genau. Ja, besser nicht, Kumpel. Ja, ich hoffe mal, es sind indische Symbole. Ja, besser nicht, Kumpel. Ja, besser nicht, Kumpel. Ach, wo war denn diese blöde Stelle? Besser nicht, Kumpel. Irgendwo könnte man hier zu dem Ding hier gehen. Moment. General, ich gehe jetzt über den Hof. Geben Sie mir Deckung. Ah, die war's. Gib dem Ringo Feuerschutz. Die war's. Ah ja. Bewege Rad. Das funktioniert nicht. Nutze Rad. Genau, und hier haben wir eine Kanonenkugel. Die nehmen wir so gleich. Ist der tot oder pennt der? Kuckuck. Hallo? Jemand zu Hause? Also nein. Offenbar hält man hier nichts von der Modeerscheinung, Gefangene zu überfüttern. Ja, sehe ich. Und was nun? Ich dachte, du sagst da noch irgendeinen lustigen Spruch zu. So, dann gehen wir mal durch die Tür.
Durch die Tür. Ah ja. Genau. So, öffne Schublade. Öffne Schublade. Öffne Schublade. Öffne Schublade. So, und jetzt gehen wir hier zum Schlauch. Genau. Nimm Schlauch. Besser nicht. Okay, warte mal. Genau, nochmal zurück. Benutze Schlauch mit Fass. Nein, ich will das behalten. Nutze Hahn mit Schlauch. Ach, das war's. Genau, so, und jetzt können wir hier raus. Und jetzt... warte mal, nimm Schlauch. Quatsch, sowas will ich nicht. Nutze Schlauch mit Ton. Ich werde das aber erst mal behalten. Denn das? Hier. So ging das. Jetzt nutze Streichhölzer mit... Nee, Quatsch. Da steht, Vorsicht, leicht entzündlich. Ja. Also ich quatsche noch die Bus hier rein. So, hier, nutze Streichhölzer mit Büchern. Genau. So, und jetzt müssen wir wieder zurück. Nach unten. So, was war eigentlich hinter dieser Tür? Ach so. Guckt man da raus. Genau. Und was wir jetzt hier machen, oder für was Schönes machen können, gucken wir uns im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.